Nur die Kamera. Weißt du, wenn du Julian sagst, bereite die Kamera vor, packt er dir in deren Akku rein. Moin Mädels, willkommen zum ersten Video 2020 oder zumindest zum ersten 2020 produzierten Video, denn der zweite Augpart, der die letzten Tage kam, wurde bereits Ende letzten Jahres kurz nach Blackout gefilmt und ich stecke noch bis zum 15. Februar in den Semesterabgaben. Aber dann geht's wieder rund mit Takes of Videos. Jetzt aber zum Gameplay. Wir spielen heute eine Runde Herrschaft mit invertierten Uhrenmodi. Im Gegensatz zu unserem normalen Herrschaftsmodus sind von Spielbeginn an alle drei Uhren aktiv. Allerdings sind, wie der Spielname schon anteasert, die Uhrenmodi vertauscht. So läuft auf dem Podest und im Keller jeweils eine Zeit 15 Minuten ab. Heißt, Rot kann beispielsweise die Kelleruhr für 14 Minuten und 55 Sekunden halten. Wenn Blau sie allerdings auf ihre Farbe umlegt, hat Blau die Uhr für sich gewonnen. Und in der Vorhalle läuft für jedes Team separat ein Timer. 20 Minuten. Und je nach angezeigter Uhrenfarbe läuft die entsprechende Teamzeit ab. Welches Team als erstes zwei Uhren für seine Farbe hat ablaufen lassen, gewinnt das Spiel. Heute bin ich leider der Einzige mit einer Kamera, da weder Paul, Flo oder Julian mit dabei waren. Rückblickend kann ich zu folgendem Gameplay nur sagen, Airsoft ist für mich ein Teamsport und wenn es kein Teamplay gibt, ist das Spielen für mich sinnfrei. Aber seht selbst. Okay, umlegen. Ja. Wir sind rot, ja. Das waren drei Stück. Das heißt, die spawnen jetzt auch gleich wieder. Gehst du rüber in den Raum? Hey, hau läuft für rot! Geh mal rechts hinter die Türzarge. Und dann guck hier in die Ecke rein. Rechts in die Türzarge. Und hier in die Ecke reingucken. Kannst dich ruhig hinsetzen oder so. Das dauert jetzt eine Weile, bis da jemand kommt. Prinzipiell kommt da erst jemand hin, wenn ich raus bin. Also, keine Ahnung, mach dir einen Kuchen, hol dir Kekse. Das wird entspannt. Unser kleines Dreierteam war, wie unschütz übersehen, mit der Aufgabe betreut worden, die Kelleruhr einzunehmen und zu halten. Dies stellte sich als recht einfache Aufgabe dar, da die Blauen nach der anfänglichen Pleite den Keller wohl aufgegeben hatten und sich in den kommenden 15 Minuten kein einziges Mal mehr blicken ließen. Keller war nun für Rot und Podest für Blau abgelaufen. Die Vorhallenuhr entscheidet also nun über Gewinnen oder Verlieren. An der Stelle möchte ich euch kurz die perfekte, wünschenswerteste Spieldynamik zeigen, die mit unserem 8-Mann starken Team möglich wäre, damit ihr meine Verwirrung und Verärgerung über den restlichen Spielverlauf unkommentiert genießen könnt. Möglicherweise hilft diese Veranschaulichung sogar euch als Inspiration bei euren Teamtrainings. Wer weiß. Also angenommen, die Vorhallenuhr läuft für das Gegnerteam. So sollte es alleroberste Priorität sein, mit allen Spielern auf die Uhr zu stürmen, denn jede abgelaufene Sekunde für die Gegner ist eine Sekunde mehr, die uns dem Verlieren nahe bringt. Behaltet diesmal in eurem Hinterkopf und achtet auf die Intensität der kommenden Anstürme unseres 8-Mann-Teams, wenn sich die Uhr im Gegnerbesitz befindet. Den Angriff mal beiseite gestellt, wie kann es ein 8-Mann-Team schaffen, die Uhr zu halten? Also, hier Uhr. Drei Mann würden an den Stellen die Hauptverteidigung übernehmen. Jeder von ihnen kann mindestens zwei Punkte abdecken, hinter denen ein gegnerischer Spieler sitzen könnte. Wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass sie sich so weit in ihre Deckungen zurückziehen könnten, dass sie eine direkte Deckung-zu-Deckung-Konfrontation vermeiden und damit ein Gehittet-Werden minimieren können, indem die Gegner erst dann ihr Blickfeld betreten, wenn sie im Begriff sind, ihre Deckung zu verlassen, um ins offene Feld zu treten, dann dauert es für ein granatenloses Team ewig, diese Verteidigung zu durchdringen. Würde noch das Hinterlaufen übrig bleiben. Aber wir haben ja noch vier Leute, die sich an den Schlüsselpunkten für Hinterlaufungsversuche positionieren könnten. Mit der Deckung-zu-Deckung-Konfrontations-Vermeidungstaktik, die natürlich nur für eine Verteidigungsstellung nützlich ist, sollte auch das Hinterlaufen der Gegner schier unmöglich sein. Und dann gäbe es ja doch die Position, an der ihr mich für den größten Teil des restlichen Spiels verteidigen seht. Und das ist hier, die letzte Bastion quasi. Eine Feuerlinie so schmal, dass sie nur für den letzten Zentimeter Uhrradius reicht, um ein Umschalten der Uhr im letzten Moment zu verhindern. Gesetzt dem Fall einer einwandfreien Umsetzung der erklärten Taktik, dürftet ihr mich für den Rest des Gameplays beim in der Nase bohren beobachten dürfen. Markus? Ja? Willst du vielleicht den Keller decken, dass wir nicht hinterlaufen werden? Keller, wo abgelaufen!
Kelleruhr ist für Rot abgelaufen. Order! Jetzt von hier, Decke nach hinten. Erstmal sorry für das Flatterband vor der Kamera. Ging in dem Moment einfach nicht anders. Was übrigens gerade passiert ist, ein Zweierteam, siehe symbolische Darstellung, hatte versucht, die Uhr umzulegen. Nach meinen ersten drei Schüssen war bereits der Arm zweimal sowie der Torso einmal getroffen. Beide haben einfach viel zu spät geschaltet, während der eine noch eine Salve BBs auf mir ablud, legte der andere noch die Uhr fertig um. Beide haben den Fehler allerdings sofort registriert und ebenfalls dem Orga Bescheid gesagt. Also alles super, passiert eben im Eifer des Gefechts. Beide weg, umschalten wieder. Ja, alles gut. Das hätte ich aber gesehen, wenn es abgeprallt wäre. Hier sind überall Kisten. Du hattest deine Waffe auf dem Schuh, Alter. Bist du dir ganz sicher? Ja. Gut, dann gehe ich raus. Ich hab's gesehen. Du, ich habe meine Waffe im Blick. Da war nichts. Doch. Hit. Da ist man mal für 30 Sekunden im Spawn und schon gehört die Uhr den Gegnern. Dann seht ihr, wie sie voranschreitet, diese 8-Mann starke Front, um die Uhr zurückzuerobern. Okay, wieder rein. Wo? Du gehst wieder ins Labyrinth, ich komme wieder von unten. Oben rechts sitzt einer drin. Direkt rechts deckt er rein, dass der mich nicht abschließt. Also hier hin, direkt hier hin und da oben rechts reinziehen. Gut, hit. Jungs,
Ihr müsst denken! Wenn das so weitergeht, höre ich gleich auf. Es macht niemand etwas. Also um es klarzustellen, rumschreien war definitiv unangebracht. Denn am Ende des Tages ist Airsoft immer noch eine Freizeitaktivität, die Spaß machen soll und nicht jeder hat die eigenen Ansprüche. Außerdem wäre es das Letzte zu versuchen, anderen seine eigenen Wertvorstellungen vom Spielen auferlegen zu wollen. Der Spielverlauf und das nicht vorhandene Teamwork hat zu dem Zeitpunkt meine Nerven einfach überstrapaziert. Hab ich. Oh, hey. Einen brauche ich hier. Deckung im Keller. Ich brauchte welche im Keller, aber ist jetzt egal. Muss ich wieder umlegen. Leg um! Das an der Stelle war's für meine Nerven dann einfach komplett. Da verteidige ich die ganze Zeit die Uhr, mache Abschuss um Abschuss, obwohl ich eigentlich die allerletzte Verteidigungsposition sein sollte, die quasi nichts zu tun haben sollte. Und dann drehe ich mich mal für 5 Sekunden um das Magazin zu wechseln und die Uhr ist verloren. Ich höre jetzt auf. Das ist unglaublich. Das ist alles gut. Ich habe einfach keine Lust mehr. Und wenn ihr euch jetzt mal meine Situation wirklich hineinfühlt, dann fühlt ihr auch diesen Videotitel täglich grüßt das blaue Team. Blau hat natürlich als erstes seine 20 Minuten runtergespielt und damit gewonnen. Aber ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, nur so spaßeshalber, unter der Annahme, ich hätte einfach gar nicht mitgespielt. Wie viele Minuten hätte dann das rote Team von seiner Zeit runterspielen können? Einfach mal kommentieren. Mich würde mal interessieren, was ihr so für einen Eindruck erhalten habt von der Dynamik des roten Teams. Also dann, auch wenn das alles andere als ein erfolgreiches Gameplay war, hoffe ich, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen beim nächsten Techsoft wieder. Bis dahin. Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. I've closed my eyes. But I won't sleep tonight. Baby, you.